Was würden Sie machen, wenn Ihr Kind, Ihr Enkel oder Ihre Enkelin Missbrauch erlebt hätte in Ihrer Kirche? Was würden Sie da tun? Der Missbrauchsskandal in der evangelischen Kirche ist ein Genickschuss für die Institution. Ich höre immer wieder, es ist alt, es geht uns nichts an. Mir fällt es schwer, in diese Berichte einzutauchen. Und doch bin ich froh über diesen Text. Er nimmt mir und anderen Betroffenen die Bürde, die eigene Geschichte immer wieder neu glaubhaft werden zu lassen. Da steht es. Die Forumstudie hat es markiert. Wir haben uns als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht, weil Mechanismen von Verharmlosung, Vertuschung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt zugelassen wurden, weil dem Machtmissbrauch nicht entschieden entgegengetreten wurde. Täter wurden geschützt, Opfer nicht. Alle diese Taten gehen so vollkommen gegen unsere Grundüberzeugungen von der Würde und der Unverletzlichkeit jedes Menschen. Mir geht jeder einzelne Mensch mit seiner Geschichte zu Herzen, der oder die in der Vergangenheit und Gegenwart sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende oder Angehörige unserer Kirche erfahren haben. Ich danke allen, die uns ihre Geschichten geben. Heute danke ich besonders Ihnen, Frau Krapp, und Ihnen, Herr Zander. Es liegt an uns, etwas aus euren Geschichten zu machen. Wenn Sie die Studie gelesen haben, werden Sie nicht umhin kommen, damit zu rechnen, dass Ihre Pfarrperson, Ihr Jugendleiter, Ihre Kindergärtnerin Täterin ist. Ja, wir werden lernen müssen, Menschen gegen unser Vertrauen solche Taten zuzutrauen. Und Sie werden nicht umhin kommen, damit zu rechnen, dass der Mann, der mit Ihnen im Tenor singt, die Frau, die mit Ihnen über dem Jahresabschluss der Kirchrechnung schwitzt, Ihr Pfarrer selbst Betroffener ist. Wie gehen wir mit den vermeintlichen Störern um, die unsere oberflächliche Harmonie gefährden? Gerade sie sind wichtig für unser Kirchensein. Ich bin all den Menschen, die in unserer Kirche in diesem Bereich arbeiten, für ihr hohes Engagement von Herzen dankbar. Sexualisierte Gewalt ereignet sich vor Ort in Kirchengemeinden oder diakonischen Einrichtungen. Deshalb geht Aufarbeitung, Prävention und Intervention uns alle an. Sie lassen sich nicht nach oben oder einfach an eine zuständige Stelle delegieren. Das Thema lässt sich auch nicht abarbeiten. Es geht um eine Haltungsänderung, die nicht mit der Fertigstellung eines Konzeptes endet. Die Bayerische Landeskirche hat Aufarbeitung vor allem bislang in der Schaltzentrale in München betrieben. Gemeinden wissen oft gar nichts von den Missbrauchsfällen vor Ort. Dekane sind in die Öffentlichkeit gegangen und haben genau dies der Presse gesagt. Es ist an der Zeit, dass sexualisierte Gewalt nicht wegdelegiert wird, sondern vor Ort, wo sie geschehen ist und geschieht, wahrgenommen wird. Gleichzeitig wurde das bereichsbezogene Schutzkonzept für Kirchengemeinden entwickelt. Das liegt seit Mai 2023 in Form des Handbuchs Schutzkonzeptentwicklung in digitaler Form vor. Und es freut mich, heute hier die gedruckte Form vorstellen zu können. Jetzt ist sie endlich in Druck. Ich betone diesen Meilenstein, was Sie da heute vorgestellt wurde. Dieses Buch, da geht es um Schutzkonzepte. Und das ist wirklich beispielslos, was da die Bayerische Landeskirche da geleistet hat. Die Fachstelle ist ja auch ein wichtiger Schaltpunkt für Betroffene. Und würde mir da wünschen, dass da in der Bayerischen Landeskirche auch die Arbeit der Fachstelle soweit verstetigt wird und finanziell nicht nur eben im Haushalt für nächstes Jahr wieder, sondern die Stellen auch entfristet werden. Bei der Anerkennungskommission
wurde von 2015 bis 2023 insgesamt 75 Anträge auf Anerkennungsleistungen in der ELKB gestellt. Insgesamt wurden bisher Anerkennungsleistungen von über 1,5 Millionen Euro ausgezahlt. Es muss eine einheitliche Lösung geben, weil für die Betroffenen ist es so schwierig, dass sie Glück haben müssen, in welcher Landeskirche oder in welcher diakonischen Einrichtungen sie da die Anerkennungszahlungen bekommen. Die eine zahlen, sagen wir mal, 40.000, da gibt es aber Landeskirchen, die zahlen weit über 100.000. Und ich glaube, das ist auch für die Betroffenen ganz wichtig. Dabei ist wichtig, im Blick zu behalten, dass Einheitlichkeit und Standardisierung dafür sorgen, dass Verfahren besser laufen. Deshalb müssen wir uns verbindlich auf ein gemeinsames Vorgehen einlassen. Es darf keinen Unterschied machen, wo Unrecht erfahren wurde, ob in Bayern, Württemberg, der Diakonie, Gemeinde oder im Jugendwerk. Zu Fegen kann es jetzt nachlesen, und damit haben wir eine ganz wesentliche Aufgabe benannt, die auch in den Gemeinden hochgradig virulent ist, und das sage ich auch bewusst in den Livestream hinein, in die Gemeinden, die sagen, bei uns gibt es so etwas nicht und wir müssen darauf nicht gucken und das ist alles hochseltsam. Doch, ihr müsst darauf gucken. Der Kulturwandel ist wichtig, dass wir nicht nur anerkennen, das gibt es auch bei uns, so wie es das überall gibt, sondern es gibt es teilweise auch gerade bei uns, weil da eben spezifische evangelische Ermöglichungsfaktoren da sind. Ja, und bei dem, was Sie, Herr Offenberger, gesagt haben, ich glaube wirklich, dieses Thema evangelische Ermöglichung, das ist etwas, dem müssen wir uns stellen, das müssen wir diskutieren. Und was das auch theologisch bedeutet, auch dafür brauchen wir Gespräche. Wir haben euch so viel gegeben, jetzt macht was draus. Es darf nicht sein, dass die Betroffenen immer alles antreiben und von euch kommt nichts. Danke. Ich merke, dass der Rahmen, der heute oder bei dieser Tagung gesetzt wurde, ein ganz anderer ist als noch vor einem Jahr, auch dahingehend, dass wir, Herr Zander und ich, in vielen Einzelkontakten und Gesprächen unterwegs sind, was vor einem Jahr überhaupt nicht angedacht und auch nicht möglich war.